Zu Tag 5 ist es, ne? Oder? Ja, wir sind schon fast 500 Meter gekommen. Dann gab es leider Kaffee. Das ist natürlich auch wichtig. Ja, ich habe ja gestern gesagt, ich fahre nicht mehr am Deich lang. Jetzt habe ich ja gesehen, ich fahre ja jetzt mit Rückenwind. Also ab zum Deich und runter nach Emden. Ne? Gestern gab es noch richtig gutes Essen. Also wer mal von euch in Hage unterwegs ist, nicht Hagen, sondern Hage ohne N, in Sredona. Mega gutes Essen, mega guter Service, also 5-Sterne-Niveau, muss ich wirklich sagen. Sehr freundlich, super gut geschlafen und ja, bin heute wieder voller Energie. Ich hatte mal eine Freundin, die hat ganz felsenfest behauptet, dass Norden immer da ist, wo man hinguckt. Es stimmt. Ich habe das bis heute nicht verstanden. Norden ist immer da, wo man hinguckt. Überall ist hier Norden. Ja, also hier ist wieder die Nordsee. Hier ging ein Weg rüber. Aber ob ich mir das gebe, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, wir haben einen Weg gefunden, der ein bisschen einfacher ist. Damit es noch einfacher ist, haben wir das Hund rausgeworfen. Streng genommen müsste er an der Leine sein, aber zumindest sind Hunde hier erlaubt mit Leine. Und die Leine, man sieht sie halt nicht so gut. Aber, Barney hier. Und hier bleiben. Und lauf. Das ist die Leine. Also. Kann keiner was sagen, würde ich sagen, ne? Ja, irgendwie hat der Akku aber auch schon schnell versagt, obwohl ich jetzt gerade mal 15 Kilometer gefahren bin. Ist das Ding schon ganz schön dolle leer. Aber gut, lassen wir jetzt mal Hundi ein bisschen hinterherlaufen. Ja, dann geht's jetzt hier weiter. Ich hoffe, dass der Wind nicht ganz so dolle wird wie gestern. Aber er kommt jetzt halt eher ein Stück, ein bisschen von hinten. Also von der Seite von hinten und nicht von der Seite von vorne wie gestern. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. So, komme ich hier irgendwie durch? Oder ist das jetzt hier wieder alles gesperrt? Ja, hier darf natürlich wieder kein Hund. Ja, ihr könnt mich doch mal... You can me mal! Everybody, you can me mal! Jetzt muss ich da die Scheiße wegmachen oder nicht? Nee, habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Ab hier ist wieder Hundeverbot. Toll. Ja, wie soll das denn gehen? Oh, guck mal, die haben sich hier Gleise hingelegt. Das ist schlau. Ah. Er findet es gut, ne? Er findet es ganz okay. Ja, möge er laufen. Möge er hüpfen und springen und sich sein Leben, seines Lebens freuen. Möge er den Genitiv korrekt benutzen. Ja. Ja, lauf. Spring ins Watt. Nach was riecht denn das hier? Also ich werde hier gerade umzingelt. Ich weiß nicht genau, was sie vorhaben, aber sie haben einen Plan, den keiner kennt. Kann ich euch irgendwie weiterhelfen? Wollt ihr geschoren werden oder sowas? Nein. Nö, die haben irgendwie den Plan, in diese Richtung zu laufen. Naja, mal gucken, ob wir da durchkommen. Da ist übrigens schön. Schön grün hier rechts, aber jetzt geht der Radweg geht dann jetzt hier weiter. So, hier, Mut zur Lücke. Vamonos! Lasst euch nicht stören von mir. Ah. So, dieses Mal war es auf dem Deich oder hinterm Deich fahren richtig schön. Also das, was gestern doof war, das war es heute super. Also sind wir jetzt wieder deichneutral.
bisschen Hunger habe ich langsam. Das heißt, es wird gleich mal einen Essensstopp geben mit Akku nachtanken irgendwo. Rückenwind! Rückenwind! Also es fühlt sich an wie gar kein Wind, aber man sieht hier an den Propellern, die drehen sich irgendwie und der Wind kommt wohl von hinten. Sehr, sehr angenehm. Können wir gerne jetzt immer so machen. Wird aber wahrscheinlich nicht so bleiben. Kleiner Meilenstein erreicht. Wir haben jetzt 280 Kilometer auf dem Tacho. Sprich, wir haben die 10% Marke geknackt. Nach, was sind wir heute? Tag 4, und ein bisschen, ne? Anfang von Tag 5, 280 Kilometer. Noch, 90% Rest. Oh, macht ja nichts, ne? Wir sind jetzt in Gretesiel. Ich wusste bis heute nicht, dass es diesen Ort gibt. Aber wir schauen jetzt mal, ob es hier irgendwo ein Frühstück gibt, weil so langsam knurrt ein bisschen der Magen. So, mal kurz das Homeoffice hier aufgebaut am Hafen. Ne? Und es gibt Kalorien in Form von Kuchen. Und Kaffee. So, Mittagspause ist vorbei. Es gab Kuchen mit Kalorien. Jetzt geht's weiter Richtung Emden. Auf eine Fähre. Mal gucken, ob wir sie diesmal finden. Sonne kommt auch ein bisschen raus. Das heißt, wir fahren gleich wieder mit Solarenergie. Was ich sehr gut finde. Nächste Möglichkeit links. I will try. Gretesiel ist auf jeden Fall auch touristisch. Aber jetzt nicht übertouristisch, obwohl schon ein bisschen, aber es geht noch. Ganz hübsch. Links auf Mühlenstraße. Für die Terrasse kannst du auch. Oh, jetzt wollen wir hier fahren. Wenn es denn irgendwie geht. Tag auf meiner Seite, ich habe Rückenwind, lalala. Also tatsächlich, jetzt kommt auch noch die Sonne, der Rückenwind, der pustet mir schon die ganze Zeit in den Rücken und ich finde super. Also ganz ehrlich, das macht ein bisschen die Strapazen von gestern wieder mit. Angepasst. Ja, du bist jetzt mal ruhig, ich rede jetzt. Ich hoffe, dass ich mich nicht zu früh freue, aber gut, ich werde natürlich auch noch mal gegen den Wind fahren müssen, weil ich fahre ja Richtung Westen. Auf Ringstraße. Du lässt mich in Ruhe, habe ich gesagt. Ich fahre jetzt hier lang, wo ich lang will. Oh, da kommt ein Berg, da müssen wir jetzt hoch. Ja. Der Hund da hinten ist übrigens tiefenentspannt, aber so richtig tiefenentspannt. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt den Berg einhändig hochkomme. Dann machen wir es mal so. Ja, und es lohnt sich tatsächlich auch. Also ich war ja heute ein bisschen an der Küste und an der Deichstraße, wunderschön. Aber es lohnt sich wirklich ein bisschen durch die Ortschaften zu fahren. Man sieht einfach viel mehr. Es ist auch mal ein bisschen abwechslungsreicher. Nicht immer nur Schafe. Eieiei. Berg ist anstrengend. Anstrengend, komm mal sehr. Bald ist der Berg vorbei. Da ist der Berg vorbei. In 70 Metern links abbiegen und Soerhoser Straße folgen. So, ihr könnt jetzt gleich mal abbiegen. Selber sagen, ob das für euch links abbiegen ist. Ja, also wir biegen jetzt links ab. Ja, hier. Jetzt rechts auf Richardstraße. Okay, nee, wir sind schon links abgebogen nach vorne. Also eher geradeaus oder wenn überhaupt bin ich rechts gefahren als links. Aber na gut, das Navi weiß das besser. Moin.
Hey, Fahrradstraße. Ja, scheint die Emdener Innenstadt zu sein. 110 Metern geradeaus. Jetzt sollte ich auch hier mal wieder was essen. Ich habe mich langsam schon wieder Hunger. Wo gibt's Essen für mich? 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 Wo gibt es Essen für mich? Restaurant Amsterdam von wegen am Stadtgarten. Ich war eben ein bisschen unterzuckert, deswegen. Da gab es jetzt mal ein sehr zweckmäßiges Schnitzel. Es trug den Namen Lieblingsschnitzel, aber halt auch nur den Namen. Also bin ich schwer, wenn der Motor nicht an ist. Ja, mit geht besser. Ja, jetzt haben wir hier noch, ich weiß nicht, irgendwo ist jetzt gleich so eine Fähre. Schauen wir mal, wo wir die finden, wie wir da hinkommen. Hier ist die Mündung von der Ems quasi, oder? Ja. Sehe ich das richtig? Ja. Cool. Hier ist der Dollart. Der Dollart. Nee, da steht es. Dollar. Was ist das? Dollar. Das ist hier diese Bezeichnung hier. Das ist hier, wo die Ems dann, ja, ich sag jetzt mal, reicher wird. Schön. Da sind die Riesenschiffe, da werden die VW-Fahrzeuge verladen überwiegend. Ja. Da geht's dann auch mit der Fähre nach. Ist das da vorne Borkum oder ist das schon Niederlande, was man da sieht? Das ist Niederlande, ne? Das habe ich mir vorhin schon gedacht. Da hinten, das ist der Borkum wäre so diese Richtung eher, oder? So ganz grob. Ja, viel schöner als in der Stadt. Ja. Vielen Dank für den wertvollen und fürs Mitnehmen. Genau die Sachen, warum ich das hier mache. In Emden an der Ampel hat mich jetzt gerade der Carsten angesprochen und gesagt, du, hey, wo willst du hin? Ich kenne einen schöneren Weg. Und dann sind wir jetzt hier diesen wunderschönen Radweg lang gefahren, hat mir den Weg zur Fähre gezeigt, mir ganz viel erzählt, hat mich sogar fast zu sich nach Hause eingeladen, wenn er nicht am Renovieren wäre. So, die Fährfahrt war erfolgreich. Das ist unsere Fähre. Wir sind, glaube ich, jetzt in Plätzum, wenn ich es richtig gesehen habe. Nee, Ditzum. Plätzum war dann auf der anderen Seite. Ja, so langsam wird es auch Zeit, mal über einen Schlafplatz nachzudenken. Aber Primärziel ist jetzt erstmal Pogum. 1,9 Kilometer da lang. Ich fahre jetzt erstmal hier durch den Ort. Wir brauchen nämlich erstmal wieder Wasser. Ich habe jetzt alles ausgetrunken, beziehungsweise der Hund. Ja, das ist jetzt erstmal Aufgabe Nummer 1. Mission Wasser war erfolgreich. Außerdem Mission Magnum. Und es gab eine Nebenmission. Nämlich hat vor mir eine Frau eine Flasche Dornfelder gekauft. Und da habe ich gedacht, komm, mache ich das auch. Und deswegen fahre ich heute noch bis zur holländischen Grenze. Und werde entweder auf oder an der Grenze schlafen und mir dann heute Abend diese Flasche reinziehen. Und wir werden morgen sehen, ob das gut ausgeht. Wahrscheinlich gibt es da noch heute nichts mehr zu sehen. In diesem süßen Kiosk habe ich übrigens die ganzen Sachen bekommen. Und wird geführt von einer ganz herzlichen, lieben 85-jährigen Frau. Sehr, sehr herzlich und nett und ja. Ja, der ganze Tag. Gerade seit die Sonne raus ist, meine Güte. Geil. Da bin ich wieder. Es wird doch heute noch ein bisschen was passieren. Ich werde jetzt gleich noch nach Holland fahren. Hier war ich gerade schon mal, genau hier auf dieser Bank. Hab da mein Bike geparkt und dann kam Herbert mit seiner riesengroßen, langsamen 440 Kilogramm Harley Davidson und wir haben jetzt gerade 2 Stunden oder länger hier auf dieser Bank gesessen und uns unterhalten. Hat mir hier richtig viel über die Gegend erzählt. Wir sind hier nämlich in der Entschuldigung, ich bin außer Atem, weil ich hier gerade hochgefahren bin. Wir sind hier in der Kornkammer Deutschlands und den Niederlanden. Und den Bereich, den wir hier sehen, wo wir hier gerade stehen, das war mal Meer. Und
hoffe, man sieht es auf der Kamera. Da hinten sieht man so eine grüne Linie, den Deichlinie. Das ist der eigentliche Deich. Und dahinter ist wohl noch einer. Und das hier war alles, diese ganze Fläche war alles Wasser. Und das haben sie sich halt durch Poltern, hieß es, glaube ich, zurückgeholt. Und hat er mir auch erzählt, ich glaube, in Emden gab es damals im 16., 17. Jahrhundert einen Seher, also einen Hellseher wahrscheinlich. Und der hat irgendwie gesagt, ey, noch ist hier mehr, irgendwann wird hier Getreide wachsen. Oder irgendwie so war die Geschichte. Ja, das ganz Tolle jetzt gerade wirklich war einfach wieder diese tolle Begegnung. Zwei komplett unterschiedliche Menschen und wir haben jetzt hier uns, das war wunderschön. Seht's mir bitte nach, dass ich bei sowas nicht die Kamera drauf halte und dann nicht irgendwie ein Interview draus mache. Diese persönlichen Momente sind meine persönlichen Momente der Reise. Also da werde ich euch nicht mitnehmen, das muss nicht sein. Wir müssen ja nicht hier um Klicks haschen, ne? Der Content ist auch so gut genug. Schönen Content haben wir zum Beispiel hiermit. Ich liebe ja diese Durchgänge. Ich liebe sie einfach. Mittlerweile habe ich auch Übung drin. Dass ich, oh ja, Übung habe ich drin. Oh, dass ich hier nicht anecke, das klappt mittlerweile schon richtig gut. Ja, ach, war das ein schöner Moment. Ach, war das schön. Und da oben, ihr habt ja die Aussicht gerade gesehen, es ist traumhaft hier. Es ist richtig, richtig traumhaft. 4 Kilometer. Ja, jetzt sind es noch knappe 7,5 Kilometer bis zur niederländischen Grenze. Und ja, wo ich schlafe, weiß ich jetzt noch nicht. Aber das wird sich dann halt zeigen. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Ja. Ach, war das schön. Ich bin richtig zufrieden. Das ist das Beste, was ich getan habe, diese Tour zu starten. Bisher.